Was verbindet Bundeswehr und Wirtschaft? Ein Beratungszentrum, das durch die Handwerkskammer Koblenz auf den Weg gebracht wurde und in diesem Jahr seinen 10. Geburtstag feiert. Die Arbeit mit jungen und gut ausgebildeten Leuten, auch das. In unserer heutigen Ausgabe von HWK TV geht es genau um diese Verbindung, die wir über zwei ganz konkrete Fälle darstellen. Wenn Handwerker zu Soldaten werden, wenn Soldaten zu Handwerkern werden. Das Metallbauunternehmen Kaul in Horhausen im Landkreis Neuwied. Hier greifen 12 Mitarbeiter unter Chef Frank Kaul zum Werkzeug, der Handwerksmeister über den Weg seines Unternehmens. Unser Unternehmen gibt es seit ca. 1993. Wir arbeiten im Stahl- und Stahlleichtbau, bauen überwiegend Treppenkonstruktionen, Stahl-Glas-Überdachungen, Busbahnhof-Überdachungen, S-Bahnhof-Überdachungen und auch für die Deutsche Bundesbahn. Nicht nur die Aufträge und Auftraggeber sind hier außergewöhnlich, sondern auch die Mitarbeiter. So Philipp Burkhardt, der 23-Jährige, war 4 Jahre Soldat auf Zeit bei der Bundeswehr. Vor einem Jahr begann er im Rahmen eines neuen Modells mit der verkürzten Ausbildung, die ihn nach 15 Monaten zur Gesellenprüfung führt. Aktuell ist er auf der Zielgeraden und wird in den nächsten Wochen seine Qualifizierung zum Metallbauer beenden. Möglich wurde das durch die Arbeit des Beratungszentrums Bundeswehr Wirtschaft, dessen Aufgaben HWK-Mitarbeiter und Zentrumsleiter Hans-Joachim Benner so erklärt. Die Schwerpunkte dieser Zusammenarbeit ist, dass wir die Strukturen, die sich heute immer mehr auszeichnen, gerade in der Qualifizierung, in der Berufsausbildung und auch in dem Bedarf an Fach- und Führungskräfte, sowohl für das Handwerk wie auch für die Bundeswehr, in erster Linie im Auge haben. Eine 30-jährige Zusammenarbeit zwischen Handwerkskammer und Bundeswehr, von der bereits hunderte Soldaten sowie Philipp Burkhardt profitieren konnten. Sein Können bringt er heute unter anderem bei der Fertigung von Glasstahldächern ein, mit denen der Westerwälder Betrieb bundesweit erfolgreich ist. Stichwort Erfolg: Auch die Bundeswehr als Partner des Handwerks beurteilt die Zusammenarbeit im militärisch-wirtschaftlichen Bereich positiv und sieht aktuell sogar neue Potenziale. Wir haben in den letzten Jahren immer intensiver zusammengearbeitet, weil auch die Erkenntnis gereift ist, dass wir eigentlich miteinander aufeinander angewiesen sind. Ich will es mal so formulieren. Das liegt natürlich an den handelnden Personen, aber es liegt auch an den Umständen. Das Handwerk und die Industrie sieht, dass wir ein Riesenarbeitgeber sind, die 75% unserer jungen Leute auch wieder entlassen müssen, weil das unsere Struktur ist. Und wir brauchen dringend qualifizierten Nachwuchs. Also die Zusammenarbeit ist eigentlich immer enger geworden. Ein Erfolgsmodell, das bundesweit neue Akzente setzen kann, wenn aus der Einzigartigkeit von Koblenz ein Flächenbrand ausgeht und dass wir nicht mehr von einem Leuchtturm sprechen müssen, irgendwann von der Einzigartigkeit, sondern sagen, hier hat es mal begonnen, aber wir sind jetzt überall soweit. Das ist eigentlich der größte Wunsch, dass wir aus der Situation, dass wir hier sehr weit sind, auch sehr eng kooperieren, eigentlich in die Fläche kommen. Dann könnten sich bundesweit Soldaten schon während ihrer Dienstzeit fit für die weitere zivile Laufbahn in der Wirtschaft machen. Auf der anderen Seite entwirft das Beratungszentrum aktuell neue Modelle, um Jugendliche für die Bundeswehr zu gewinnen. Ganz aktuell sind wir im Moment ja dran, dass wir eine berufliche Qualifizierung von unseren jungen Zeitsoldaten machen, gemeinsam, die ohne Berufsabschluss zu uns kommen. Für das Beratungszentrum Bundeswehr Wirtschaft ist längst klar, von der Zusammenarbeit profitieren ziviler und militärischer Bereich gleichermaßen. Hier führen wir unser Fachwissen zusammen und auch unsere Zusammenarbeit, dass wir gemeinsam im Hause der Handwerkskammer Koblenz mit der Wehrdienstberatung unter einem Dach beispielsweise arbeiten, dass die Wehrdienstberatung die jungen Männer und Frauen, die im 3. und 4. Ausbildungsjahr sich im Handwerk befinden, informieren über die Möglichkeiten als Soldat auf Zeit bei der Bundeswehr und wir im Umkehrschluss diese jungen Männer und Frauen dann, wenn sie Soldat auf Zeit geworden sind, über die Wirtschaft, über das Handwerk beraten und informieren. Dann können auch Unternehmerträume wahr werden, so wie der von Rainer Ohlberger aus Neuwied. Bei der Bundeswehr war ich ja letztendlich 20 Jahre als Berufssoldat und habe dann im mittleren Alter, Mitte 30, gedacht, das kann nicht alles sein, da muss es noch was geben, du hast immer was gelernt, was dir Spaß gemacht hat. Ja, und dann habe ich halt einfach Kontakt aufgenommen mit dem Herrn Benner damals und habe halt gefragt, was kann man machen. Dieser Frage folgte eine eindeutige Antwort. Gemeinsam wurde eine Qualifizierungs- und Beratungsplanung entworfen, die Schritt für Schritt aus dem Bundeswehrsoldaten einen selbstständigen Handwerksmeister machte. Heute bin ich jetzt seit
im 10. Jahr selbstständig. Von daher war das alles super. Inzwischen hat Ohlberger mit Lars Getter einen Jugendlichen ausgebildet, der selbst auf dem Weg zum Meisterbrief ist. Ein Duo, das sich den Erfolg erarbeitet hat und mit der aktuellen Lage durchaus zufrieden ist. Es geht immer besser und die Unternehmer sind ja immer am Jammern. Kann man auch, aber man kann auch mal damit zufrieden sein, was man hat. Und man kann letztendlich sagen, wir können davon leben, wir können keine Luftsprünge machen, es kann immer besser sein, aber wir sind mit dem zufrieden und sind froh, wenn die Kundschaft zufrieden rausgeht. Es ist ein Fall von vielen aus dem Alltag des Beratungszentrums, der für die erfolgreiche Arbeit dieser Einrichtung an einer wichtigen Schnittstelle unserer Gesellschaft steht. Ein wichtiger Hinweis, das Beratungszentrum Bundeswehrwirtschaft hat sein Büro unter dem Dach der Handwerkskammer Koblenz im Citybüro am Friedrich-Ebert-Ring. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zum Thema unserer heutigen Sendung. Um wichtige, nützliche und unterhaltsame News aus dem Handwerk geht es in der aktuellen Ausgabe von Handwerk Spezial, dem Magazin der Handwerkskammer Koblenz in Zusammenarbeit mit der Rheinzeitung. Das Heft erscheint am kommenden Samstag, den 31. Januar. Mehr Infos dazu im Internet unter www.handwerk-spezial.de. Und damit zurück ins Studio.